Legendary Beats. If I tell you do like this, I'ma show my do like this. If I tell you do like that, I'ma show my take on to the left, oh. Ugbar will be techno copana. Ovechia international banana. Emitimoti shatimotikana. Hello, liebe people. Mein Name ist Lisa, ich komme aus Berlin und ich habe eine geile Story zu erzählen und das möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar vor ungefähr 2 Wochen gab es eine Verlosung auf Instagram und es ging darum, die Verlosung ging darum um VIP-Karten für das Nicki Minaj-Konzert und hier in Berlin und ich natürlich habe das gesehen und die Miss Lovely Sandra Lambeck hat das gepostet und da ging es darum, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen soll und ein paar Produkte kaufen soll von Cantu im GT World in Berlin und ich natürlich habe Afrohaare und ich brauche die Produkte sowieso, meine waren eh leer. Naja, ich muss sie holen, ja? Und ich dachte, erstmal war ich so blöd davor, einen Tag davor die Produkte bei Rossmann zu holen. Und bei Rossmann hatten die eh nicht so viele, so viel Auswahl. Da waren nur, glaube ich, Shampoo und Conditioner, glaube ich, und so eine Creme. Und das war es dann auch. Und ich habe da, glaube ich, nur die Creme geholt. Und dann bin ich dann natürlich zu, als ich den Post gesehen habe, bin ich sofort mal dahin gegangen. Gleich am nächsten Tag. Und also es gab halt die Promotion, weil an diesem Tag kamen halt Leute von Cantu extra aus der USA hergeflogen und die sind halt die Oberexperten und ich bin so froh dahin gegangen zu sein, weil erstens habe ich mein Leben lang, also eigentlich mein Leben lang, aber ich habe ordentlich was falsch gemacht in der Zeit, wo ich natural geworden bin und das war ziemlich dumm von mir, weil zum Beispiel ich habe zu viel Wasser in meine Haare reingetan, also zu oft meine Haare gewaschen, sagen wir so. Und nachdem dass man die Haare so oft wäscht in der Woche, ich habe sie fast jeden zweiten oder dritten Tag gewaschen und das war ein Fehler. Und dadurch habe ich gelernt, dass man das nicht machen soll, sonst wären deine Haare ziemlich hart wie ein Stein und das ist nicht cool. Und auf jeden Fall war ich dann dort. Hab mit denen gesprochen und hab mir deren Tipps zu Herzen genommen. Hab mir mehrere Produkte gekauft, so Conditioner, Öl. Dann habe ich noch, how do you call it, eine Cream gekauft. Und das waren halt die Basic-Sachen, die ich halt gebraucht habe für den Alltag. Und dann habe ich mir noch so eine Creme geholt, die ich jeden Tag verwenden werde. Und das war halt nicht die Creme, die ich normalerweise genutzt habe. Und das war auch von Cantu, aber das war halt nicht für diesen Everyday-Look gedacht. Auf jeden Fall war ich dann dort, habe mir die Informationen sehr zu Herzen genommen und ich war super happy und habe erstmal meine Coins ausgegeben und dann auf einmal hieß es so, es läuft noch eine Verlosung mit Sandra Lambeck, GT World, Cantu und es gibt halt Karten für das Nicki Minaj Konzert und das auch noch VIP. Ja, auf jeden Fall haben die dann gesagt, ja, ich soll einfach, also ich habe auch noch die Goodie Bag bekommen, das ist erstens das auch noch dazu. Da war ein T-Shirt drin und ein paar Produkte und hammergeile Sachen. Und auf jeden Fall, ich sollte einfach ein Bild, also ich sollte einfach auf die Story mit meinen Produkten einfach ein Bild posten und soll dann auch noch am nächsten Tag nochmal kommen. Und natürlich habe ich das gemacht und ich bereue es niemals, dorthin gegangen zu sein, weil erstens war ich sehr überrascht, weil ich dachte nicht, dass Sandra mal kommen würde, aber sie war dann da, ich habe dann gesehen und ich dachte mir so erstmal muss ich mir diese Beautiness erstmal einfangen, ja, also die sahen so gut aus, ich meine wirklich ernst, also Body on fleek, Outfit on fleek, Face on fleek, ich meine alles on fleek, aber im Endeffekt, ich habe sie gesehen, ich habe erstmal Hallo gesagt natürlich, ich war ziemlich happy und die hat dann halt mir die Nachricht überreicht, dass ich an der Verlosung gewonnen habe und ich war ziemlich happy und ich war einfach nur am Strahlen die ganze Zeit und also es war so die Experience, so ich dachte so, oh. Das Krasse ist sogar, ich war noch nie auf einem Konzert und ich habe immer Angst vor Konzerten, weil es ist immer so eng und da sind so Leute und da habe ich Angst, dass ich umkippe. Bei mir ist schon mal passiert, dass ich, das war jetzt nicht auf einem Konzert, das war im Club halt
Und da muss man warten, bis man die Jacken bekommt. Und dann irgendwann bin ich umgekippt. Und ja, dann deswegen seitdem dachte ich so, okay, ich gehe niemals ins Konzert, weil wenn es schon so eng wird und was auch immer und die Leute rumhüpfen und was auch immer, dann kann ich es vergessen. Und dann, dass ich diese Opportunity hatte, VIP-Karten zu gewinnen. Und das auch noch auf dem Gymnasium-Konzert, mein allererstes Konzert. Ich dachte mir so, fuck, das darf man nicht fluchen. Also auf jeden Fall, ich habe mich so gefreut. Und es war so eine tolle Nacht. Und natürlich habe ich mich so gefreut und ich bin so unendlich glücklich, weil ich glaube auch, ich hätte das ohne Gott nicht so hingekriegt. Beziehungsweise, dass er mich gebläst hat und dass ich dazu auch dazu gekommen bin, diese Opportunity zu haben. Auf jeden Fall, am Tag des Konzertes habe ich mich mit den Leuten von GT World getroffen und die super nett sind. Und wir waren dann halt dort und haben erstmal gewartet. Und dann durften wir nicht am Haupteingang reingehen, sondern es gab einen Premium-Eingang. Und da war es halt so, dass man halt auf jeden Fall auch gecheckt wird und dann muss man selber Sachen zeigen. Und das Ding ist, dass man halt keine Kameras mitnehmen darf. Und ich hatte halt meine analoge Kamera mit dabei und ich dachte, ich kann ein paar Bilder machen und so, aber hat nicht geklappt. Aber war nicht so schlimm. Natürlich hatte ich mein Handy dabei. Wir waren dann halt oben, sind dann mit dem Auto hochgegangen und dann dachten wir so, wir werden jetzt richtig in dem Raum, aber da waren wir hinter der Bühne und das war halt nicht richtig. Dann sind wir weitergelaufen. Auf einmal sind wir in dieser Suite. Wir haben erstmal Armbänder bekommen, dann gehen wir rein. Das war so der Wahnsinn. Es war so Gucci. Also ich meine ja nur Essen da, Essen hier, Getränke da, Sofa da, Fernseher da. Und dann gehst du raus wie so ein Balkon oder so und dann einfach die Bühne vor dir und du bist eigentlich voll nah an der Bühne gewesen. Und du hast so eine geile Aussicht gehabt und das war so der Hammer. Also wirklich ehrlich, das Essen war gut, das Trinken war gut. Also ich habe eh nur Wasser getrunken und ein paar Säfte. Ich bin dann auf jeden Fall dort gewesen und hatten dann auch gewartet, bis das Konzert anfing und dann irgendwie so nach einer halben Stunde oder so, oder ja, eine halbe Stunde kam dann auch schon die erste Gig und es war AZ und Zen, glaube ich, und dann auch noch Miami auf jeden Fall, Kokaina. Und dieses Lied, ich bin kein Mensch, der wirklich oft Deutschrap anhört, weil das ist nicht mein Ding, aber das Lied ist es ist gut, also man muss es, ich meine, es ist gut. Und natürlich sind wir abgegangen und, bevor ich sage abgegangen, wir waren natürlich nicht, ich war nicht alleine. Ich war dort mit sehr, sehr geilen Menschen, mit sehr, 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 sehr positiven Spirits. Also ich habe mich so wohl gefühlt und das One war natürlich mein Freund. Mit ihm bin ich dann hingegangen und da waren halt, also Blogger da. Also zum Beispiel, also Sandra war da, da war Onkel D da, Irene, also Moa war da und Rachel war da und Yolanda. Also wirklich viele, viele super coole Leute und die Leute von G2R natürlich auch. Die waren da und ich habe mich so wohl gefühlt, das war nicht mehr normal. Das war wie wenn Family dabei ist und so und also das war wirklich ein Erlebnis, das war, die Environment war gut. Wirklich gut. Auf jeden Fall kam es dazu, dass Nicki Minaj, das Konzert hat sich ein bisschen delayed. Bisschen. Aber es ist normal, wenn man auf ein Konzert geht. Also ich weiß nicht, was man da erwartet. Es ist halt so, als hätte man nie pünktlich angefangen. Ich weiß nicht, auf was man erwartet. Aber im Endeffekt, es ist immer so. Es ist the game. Also es muss halt so sein. Auf jeden Fall sind wir dann dort gewesen. Dann kam die Queen of Rap. Das ist Nicki Minaj. Und das allererste, was ich gesehen habe, damn, that ass is so good! Die sieht so gut aus! Von top to the end, on fleek, also wirklich. Hat alles geslayed, die Performance war mega geil. Ja, also für mein erstes Konzert und dass man auch so nah ist und dieses ganze Tribüne und so, das sah so fett geil aus. Also wirklich, ich habe noch nie so eine Vibe gefühlt und die Stimmung war so der Hammer, alle haben mitgemacht, jeder wusste den Text. Also wirklich, es war der Hammer, wirklich der Hammer. Oh.
Hallo, Handy. Okay, hier. Die Leute waren schon. Okay, ich spiele bis auf geht's. Eins, zwei. Dankeschön, Dankeschön. Das Konzert war geil, G-Set war auch dabei und es war einfach eine harmonische Stimmung. Nachdem das Konzert fertig war, ich dachte, wir gehen jetzt nach Hause. Aber nein, the night is too young. Es ging dabei, dass wir nachher nach dem Konzert zur Afterparty gehen sollten. Und das mit DJ Boof. Und wir waren dann alle zusammen, sind dann hingegangen. Wir haben gefeiert, es war richtig nice, alle waren beisammen, hatten gute Laune und das war einfach die Nacht eigentlich. Danach bin ich eigentlich auch nach Hause gegangen, war ziemlich müde, weil ich lange nicht mehr feiern gewesen bin. Das war's nun mit meinem Video und ich möchte mich nochmal herzlich bei Kantu bedanken, bei T-T-World und mit Sandra Lambeck. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie ich euch durch mein Erlebnis mitgenommen habe und hoffe, dass ich weitere Videos nochmal so posten kann. Tat, was ihr dazu hält und irgendwelche Ratschläge, was ihr da nochmal hören wollt oder was ihr für Fragen an mich habt. Und lasst ein Like unten und subscribe und klickt the bell, sodass ihr mich immer sehen könnt. Bescheuert. Bye. Ding, ding. Okay, okay. Bye. Bye. Tschüss, bis nächstes Mal.